Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute zeige ich euch ein paar... Mir ist gerade ein Body aufgeplatzt und ups. Ein paar Favoriten von mir. In letzter Zeit, genau, sehr viele Beauty-Sachen, sehr viel Pflege, weil ich gerade dabei bin, meine Haut zu retten. Meine Haut ist richtig schlimm gerade aktuell, einfach hormonbedingt. Aber auch ein bisschen dem Zucker bedingt. Ich esse sehr viel, nasche sehr viel. Aber das hat auch wieder mit dem ganzen Hormon zu tun. Sehr viel Stille. Und ja, wir stellen immer noch. Genau. Aber jetzt mal zu den Favoriten. Als allererstes, ihr seht, yeah, ich habe eine neue Frisur, neue Haare, neue Haarfarbe. Das war ein Dilemma, sage ich euch. Das ging richtig ab, du. Ich habe immer Pech. Ich habe einfach schwieriges Haar. Mir wurde das wieder bestätigt. Das wurde mir sogar gesagt. Sie hat das mir persönlich gesagt. Deine Haare sind auch wirklich kompliziert, hat sie gesagt. Weil ich anscheinend, ja, ich habe asiatisches Haar und damit kann nicht jeder klarkommen oder kennt nicht jeder. Es verhält sich nochmal anders, gerade wenn man beim Blondierungsprozess, und das kann irgendwie nicht jeder. Nicht jeder Friseur, Friseurin kann das, habe ich jetzt einfach gemerkt. Ich hatte bisher einfach nur einmal Glück und ich weiß gar nicht, warum ich nicht wieder zu dem gegangen bin. Komischerweise bin ich woanders hingegangen, aber gut, sie hat es jetzt gerettet. Es ist nicht 100%, aber es ist gut genug und das Graue wird sich noch mehr so rauswaschen nach und nach. Das ist jetzt die Abmattierung. Es ist noch sehr kühl. Ich hoffe, dass es sich dann besser angleicht und dass es ein schöneres Blond wird, aber gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Aber ich wollte es euch ein bisschen erklären, weil ihr fragt ja auch immer bei den Haaren, gerade so, was ich gemacht habe, wie es ist, wie, ja, so weiter, ne? Das ist das. Aber meine Haare sind super schön gewachsen. Ich habe richtig schönes, dickes Haar bekommen. Das ist eigentlich mein Naturhaar, so richtig schön dickes Haar und viel Haar habe ich. Ja, deswegen war es mal wieder Zeit, das zu ruinieren mit einer Blondierung. Jetzt zu den Haarsachen, die ich eigentlich sagen wollte. Ich liebe die Shampoos von Lush. Das ist, ich weiß gar nicht mehr, wie dieses heißt, aber das ist jetzt einfach so sinnbildlich dafür steht, dass für die Lush Shampoos, die festen, die gibt es ja schon voll lange. Die sind so die ersten, wo ich sage, wo ich das überhaupt kannte. Da kannte das noch keiner und jetzt ist es ja so in aller Munde und ganz normal, dass man einfach so feste Shampoos hat. Gibt es ja in der Drogerie auch schon. Aber ich mag die von Lush besonders gern, weil die sehr, sehr gut schäumen. Man braucht ganz wenig. Nur einmal gehe ich die so rüber und dann schäumt es so extrem. Und das macht die Haare richtig schön quietschsauber. Und das mag ich auch ganz gern. Hier so ein Haar. Und dann mochte ich total gerne dieses Rebuild, den Rebuild Conditioner für stark strapaziertes Haar von Jean and Len oder Jean and Len oder keine Ahnung, dieses ohne Gedöns Ding. Und das ist sehr gut, das ist Dattel und Vanille, das duftet sehr schön, das ist sehr ergiebig und es macht die Haare schön gepflegt danach. Also ich mag das richtig gerne. Ich finde, Conditioner ist ziemlich schwer, einen guten Conditioner zu finden. Meistens mag ich lieber deine Haarmaske gleich nehmen, weil mein Haar das eh meistens braucht. Bei Blondierungen kannst du einfach drauf klatschen. Ne? Also richtig schön Feuchtigkeit, Öle und so weiter. Das saugt das richtig gut auf. Aber das ist ein guter Conditioner. Ja, muss ich schon sagen. Jetzt zu den ganzen Beauty-Pflegekram. Ich liebe hier dieses Face Scrub finde ich richtig gut. Was mich hier angezogen hat, war nämlich, das ist philippinische Alge und Green Tea. Seht ihr? Philippine steht hier. Philippine Seaweed and Green Tea. Ich muss das haben und es ist sehr schön. Ich zeige euch mal hier die Konsistenz. Schon fast alle. Das sehr gerne gemocht. Es hat so ganz kleine Beads nur zum Peelen. Was schön ist, ist nicht zu aggressiv. Aber es peelt richtig schön. Und ich muss es echt voll oft machen jetzt wieder, weil meine Haut echt dazu neigt, sehr viel Öl zu produzieren und viele Mitesser und so weiter. Deswegen, ich muss echt, also ich kann durchaus öfter peelen als nur einmal die Woche. Also wirklich so alle zwei Tage kann ich schon rangehen. Und dann, was auch richtig gut ist, ist dieses hier. Das habe ich jetzt ganz neu, diese Black Mask. Das ist eine Peel-Off-Maske. Ich zeige euch mal kurz, wie die aussieht. Ich weiß, es ist so spektakulär. Einfach nur schwarz. Guckt mal. Oh, schwarzer Schleim. Die riecht so ein bisschen fruchtig. Und die gebe ich hier so auf die Nase und hier unten hin. Das ist quasi wie diese Strips, die man macht. Aber irgendwie besser, weil es sich besser anschmiegt, weil es ja flüssig ist. Versus so einem
Stück Stoff sozusagen, wisst ihr, was ich meine? Und außerdem weniger Müll und so weiter. Ist eigentlich besser, sowas dann zu holen, ist ergiebiger. Und das könnt ihr dann überall machen, wo ihr wollt. Das passt sich ja komplett an, weil es flüssig ist. Es dauert nur sehr lange, man muss es wirklich lange drauf haben, also mindestens eine halbe Stunde, bis es extrem ist. Es muss komplett trocken sein und dann kannst du es so abziehen. Und dann, das ist das satisfying Ding überhaupt, wenn du dann siehst, wie viel mit Esther da dran hängt. Das ist so geil. Wer liebt es auch? Ich liebe diese Maske. Superfood Maske, das ist so eine schöne grüne. Ich mag zwar auch dieses Sheet Masks, aber mittlerweile bin ich echt mal wieder, also ich bin wieder dahin gewandert zu solchen Tiegelchen oder solchen Püderchen, die man dann anrührt und so, versus den Sheet Masks. Irgendwie gerade einfach nur so eine Laune. Das ist so eine mit Superfood grün, richtig schön grün sieht ihr dann aus. Sieht ihr dann aus wie Phantomas. Kennt ihr den Film? Ich weiß gar nicht mehr, was hier drin ist, aber es ist auf jeden Fall ja, auch eine Clay Mask, wie hier steht. Also deswegen sehr schön Rötungen. Also es nimmt die Rötungen weg und es macht auch ein schönes, feines, feinporiges Hautbild. Das merke ich immer direkt danach, immer bei so Clay Masks. Und die ist richtig toll. Ich verlinke aber diesmal, wenn ich dran denke, ich hoffe, ich vergesse es nicht. Diesmal verlinke ich alles in die Videobeschreibung. Also schaut das gerne nach, wenn ihr Interesse habt an den Produkten. Dermaroller. Ich habe jetzt mal wieder einen neuen geholt, weil meiner ist schon stumpf geworden. Okay, wieder Akkuprobleme. Peaches ist raus, wie ihr seht. Egal. Auf jeden Fall. Wo waren wir? Hier bei dem Dermaroller. Ich habe einen neuen gekauft, weil mein alter sogar schon stumpf geworden ist. Ekelhaft, I know. Und macht das bloß nicht, wenn ihr merkt, dass es schon ein bisschen stumpf wird. Oder zählt einfach ab, wie viel ihr das schon benutzt habt. Und kauft lieber ein neues. Das ist sehr wichtig, weil sonst nicht gut. Das ist sogar noch ganz neu, habe ich noch nicht mal geöffnet. Aber ja, ich liebe die sehr. Ich hole die immer wieder gerne. Und ich finde, das macht so viel aus. Wirklich, glaubt mir. Also ich merke jetzt tatsächlich, oder besonders jetzt, seit ich Mutter bin und diese schlaflosen Nächte habe und sowas, das zerrt schon sehr an der Haut und an allem natürlich. Und mein Gott, ist fresh. Ich liebe das. Ich mache das heute Abend mal. Und das ist echt, das macht so viel aus an der Haut. Also wenn ihr auch so, ich weiß, raschel, aber ich wollte es euch nur mal zeigen, wie es aussieht, ne? Das ist so. Und ich weiß, man soll das eigentlich gar nicht selbst machen. Das machen dann Profis und so, aber sorry. Ihr wisst, ich mache alles selbst und ich bin nicht mehr so mit Profi. Ich bin auch ein Profi langsam. So viel, wie ich mache. Hey, ich bin auch ein Profi. So fein hatte ich das noch nie. Das ist schön. Das sieht irgendwie angenehmer aus, nicht so brutal. Aber wirkt das dann? Naja, doch. Oh ja, das sind ganz feine. Schön. Okay, das wird angenehm. Ich werde es eh desinfizieren. Das ist immer so das A und O und super wichtig. Immer desinfizieren, vorher, nachher. Und dann gut verpacken, also schön trocknen lassen. Gut verpacken, bis zur nächsten Anwendung und dann wieder desinfizieren. Ne? Ganz wichtig. Und dann nach der Behandlung gebe ich immer ein Serum drauf. Und dann fahre ich fort mit meiner Haut, mit meiner Skincare-Routine einfach. Ja, und ich habe halt echt gemerkt, dass gerade das bei so feinen Linien, das macht so viel aus, das polstert es wieder auf. Wirklich, glaubt mir, vertraut mir. Das ist wirklich gut. Gut, gut, gut. Und wenn ihr euch nicht traut oder das nicht machen wollt, selbst machen wollt, dann geht einfach dann zu einer Kosmetikerin. Warum nicht? Ja, klar. Aber ich mache es selbst. Besser, alles selbst machen. Hätte ich auch die Haare selbst gemacht, dann wäre es wahrscheinlich auch besser geworden. Krass, oder? Diese Regenjacke, ich habe es schon tausendmal gezeigt, aber ich habe es ja eigentlich nur einmal gezeigt und dann fragt ihr mich immer wieder, zeig doch mal nochmal die Regenjacke oder wo hast du die? Das war bei Insta. Folgt mir auf Insta, da heißt ich auch Funny Pilgrim. Ich bin übrigens jetzt auch bei TikTok, dort heiße ich Yummy Pilgrim. I know, Funny Pilgrim war vergeben. Könnt ihr es glauben? Ich musste Yummy Pilgrim wählen. Aber ja, kann man es ein bisschen sehen? Nein. Aber ich liebe die sehr. Die ist perfekt. Das ist nämlich so, also einfach perfekt. Die ist schön leicht zu tragen. Die ist gut gemacht. Die ist innen nochmal gefüttert. Das ist so ausgelegt. Also nicht komplett, aber ist innen so gesteppt so ein bisschen. Und man kann die auch hier zusammenziehen, dass du dann noch eine Taille hast, wenn du willst. Die gibt es auch in anderen Farben noch. Und die ist außen perfekt beschichtet. Und ich bin schon im Regen damit gelaufen. Ich wurde nicht nass. Sie ist trotzdem so kuschelig innen. Und einfach die perfekte Jacke gerade so als Mama. Wenn man dann einfach keine Ausrede hat, nee, heute schlechtes Wetter, wir gehen nicht raus. Doch, wir gehen raus, scheißegal, wenn du geile Klamotten hast, kannst du auch rausgehen bei Wind und Wetter. Und das ist so der Plan, genau, Spielplatz etc. Du bist einfach da, du kannst überall hin, kannst immer raus und die hält warm, die ist schön angenehm zu tragen, schön leicht, das war mir auch wichtig und einfach auch mit einem
mit einer Kapuze. Das waren meine ganzen Favoriten für dieses Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video. Seid beim nächsten auch wieder dabei. Folgt mir, wie gesagt, sehr gerne auch auf TikTok. Ich bin ja jetzt bei TikTok. Dort heiße ich allerdings Yummy Pilgrim. So wie mein Kochkanal hier auch auf YouTube. Falls ihr den noch nicht kennt, könnt ihr auch dort vorbeischauen. Genau, dann bis zum nächsten Video wieder. Vielen Dank. Tschüss.